müsst ihr jetzt voll sagen. Los. Prost, die Damen, Prost, die Herren. Klink. 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 Ein ganz eigener Sound. Yeah. Hui, er ist aber süffig. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 234 am Weihnachtsmarkt im alten AKH. Wir schreiben den 7. Dezember 2015. Es begrüßen Sie Horst, Stefan, Gregor, Randa, Dennis, Barbara, Hopp. Yeah, und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an unsere verbliebenen Flatterer. Gern Schlapsi und Ajuvo, vielen Dank, Leute. Oh, heute ganz stimmungsvoll vom Christkindlmarkt im alten AKH. Alle ausgestattet mit Erfrischungsgetränken. Genau, wir sind in heißer Form. Uhudler Glühwein. Und Heidelbeer Glühwein. Auch nicht. Was haben wir noch für Sorten? Was hast du denn genommen? Du warst ja in Entscheidungsnot. Ja, ich wollte eigentlich einen Eggenberger Urbock trinken, aber der Bille hatte leider keinen mehr. Jetzt habe ich einen Kinderpunsch genommen. Kinderpunsch? Ein Kinderbeerenpunsch. Okay, ja. Ja, Uhudler weiß ich ja. Was hast du genommen? Einen ganz klassischen, normalen Glühwein. Das kriegt man auch. Ja. Faszinierend. Wenn man danach verlangt schon. Ungern. Aber doch. Super. Themenliste. Ne? Hat jemand etwas zum Erzählen von euch? Sagt einfach nur, worüber ihr erzählen wollt. Ich habe mir ein paar Gaming-Challenge-Webseiten und sowas angeschaut für die Python User Group. Cool. Ich bleibe meiner Tradition treu und habe nichts zu sagen. Ja, sehr gut. Ich hole mal eben meinen Blog raus. Also ich rede heute über Let's Encrypt. Es wird ein schöner Rand, der über den eigentlich von viel, viel hinausgehen könnte. Mal schauen, wie weit ich komme. Und ich rede über Mail-Server-Betrieb, und zwar über DKIM und SPF. Schön. Was das ist. Müssen wir. Ich bin heute über einen Link gestolpert, dass in Linz die Ampelmännchen wieder abmontiert worden sind von der FPÖ. Oh ja, das ist ein gutes Thema zumindest. Das hat es bis in die BBC geschafft, diese Meldung. Ich war die Woche beim Netzpolitischen Abend. Das ist so das Hauptthema, was ich zu liefern habe. Und diverses Kleingemüse von Tastaturen über Drucker und Lastenräder, das Übliche. Okay. Ich habe was programmiert. Das ist auch nicht schlecht, ja. Ich war noch immer so viel im Theater. Das werde ich vielleicht einen kleinen Theaterblock heute einschieben. Und ansonsten habe ich heute noch ein Thema dazu geschrieben, wo ich mir gedacht habe, das ist doch spitze, aber das muss ich erst auf meinem Tablet wieder recherchieren, was das genau war. Das wird sich noch herausstellen. Auch für mich. Ja, im Kino war ich auch. Ja? Haben wir Burnt angeschaut. Der deutsche Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwas mit Sternen, unter Sternen, wo es um so einen Sternekoch geht, der auf die schiefe Bahn irgendwie geraten ist und dann Neuempfang versucht. Da habe ich die Plakate gesehen, das ist im Rausch der Sterne oder so heißt das genau, im Deutschen. Ja, genau, richtig, ja. Da spielt ja dieser deutsche Schauspieler mit, Daniel Brühl. Ja, genau, genau. Der Brühl, der ja auch schon bei Inglourious Basterds mitspielen durfte und jetzt so ein bisschen, so hin und wieder sieht man in den internationalen Produktionen. Die fetten Jahre sind vorbei, hat er schön gespielt auch. Ich mag den Daniel Brühl eigentlich ganz gern. Ich habe gerade die Barbara zum Uhudler Glühwein konvertiert. Das ging schnell. Ja, weil der ist weniger süß. Süß Samosera. Ja. Weniger süß, da gewinnt man. Der Heidelbeer ist total süß, aber ich habe das gern. Knirscht es schon zwischen den Zähnen? Ziemlich. Das kristallisiert schon aus an den Zähnen. Ja. Das ist nicht so schlimm. Also ich mag den Heidelbeer auch sehr gern. Ah ja, klar, sicher. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe Sophies Welt fertig gelesen. Wow. Vom Jostein Gardner. So. Achievement unlocked. Clipping. Herrlich. Endlich wieder. So. Hat sich irgendwie das Buch von
weil wir gerade beim Lesen sind, von Eine Stadt, ein Buch besorgt. Ja, das habe ich dann nämlich angemerkt. Das ist purer Zufall. Das ist nämlich das Buch. Es gibt ja jährlich eine Aktion in Wien, wo sie in Hauptbibliothek, Stadtbücherei und quer über die Stadt verteilt. Auch in Bücherläden, gell? Ja. Ja, ja. Und da verteilen sie ja immer ein Gratisbuch. Und dieses Jahr war es genau dieses. Ja? Sophies Welt, oder? Sophies Welt, ja. Ja. Weißt du, wo man noch eins bekommen kann? Na, leider. Also wie gesagt, ich habe es mir ja selber nicht geholt. Ich bin zu meiner Schande, muss ich sagen, seit über einem Jahr an diesem Buch dran. Und jetzt bin ich einfach zufällig fertig geworden und habe mich gefreut, dass dann irgendwie auch ein Stadt, ein Buch, das gleich mein Buch gewählt hat. Danke, ich nehme die Wahl an. Kann mit aktuellem anfangen. Ja. Ich habe mit Derek gechattet, also Derek Brin vom International Open Magazine Podcast. Und es ist eine gewisse Chance, dass er nach Hamburg kommt am 32C3 am Chaos Communication Kongress. Hat aber kein Ticket. Falls irgendjemand weiß, wie man jetzt noch Tickets kriegt oder Pressetickets oder für einen Tag Tickets, bitte mir schreiben, horstjens@gmail.com. Das ist nicht der Einzige. Ja. Aber und sonst, jetzt habe ich gerade eine Meldung von ihm gekriegt, dass irgendein US-Staatssekretär Open Educational Resources empfohlen hat, allen, also mit Creative Commons zusammen, allen US-Dienststellen sozusagen eine Zusammenarbeit ist, dass die US-Behörden Textbooks, also das Lernmaterial für Pflichtschulen, unter Creative Commons Lizenz stellen sollen in Zukunft. Coole Nachricht. Das klingt gut, ja. Wollen wir vielleicht das heiße Eisen angreifen? Weil es mich am meisten interessiert und jetzt am Anfang können wir noch. Let's Encrypt heißt das. Dankeschön. Ja, also Moment, ich muss noch einen kräftigen Schluck dafür nehmen für das Thema. Das lässt sich nüchtern schon gar nicht mehr verkraften. Drum trinkst du ja auch einen Kinderpunsch ohne Alkohol. Ach, verdammt. Also, ich habe mir direkt am 3. Dezember gedacht, okay, jetzt schaue ich mir das Ganze an. Ich habe schon mir gedacht, während der Beta-Phase, ich probiere es mal aus. Aber dann habe ich die Skripte angeschaut und habe mir gedacht, nee, also das will ich mir jetzt nicht antun. Erklärst du kurz, was Let's Encrypt ist? Ach so, ja, Entschuldigung. Wir haben das schon einmal durchgenommen. Nur ganz kurz. Der geneigte Hörer kann zurückhören, ein Jahr ungefähr. Da habe ich dann gerantet. Okay. Oh, nur ganz kurz, es geht um ein Verschlüsselungsprogramm. Oder? Also im Prinzip handelt es sich bei Let's Encrypt um eine CA, eine Zertifizierungsstelle. Genau. Die man im Browser hat. Für SSL-Zertifikate sollte man vielleicht dazu sagen. Und nicht für so Dinge wie Scherenschleifer oder... Damit kann man eben, wenn man ein Zertifikat von denen bekommt, bestätigen, dass der Server, den man da betreibt, wirklich der Server, der da sein sollte, ist. Mehr kann man damit nämlich nicht machen. Man kann nicht nachweisen, dass man dem der Server gehört, wirklich eine bestimmte Person ist, weil es nämlich nicht auf Personen, sondern auf den Server beschränkt ist. Okay. Wenn man andere Zertifikate hernimmt, wie zum Beispiel die von VeriSign, SSL Start oder wie das heißt, .com oder CA-Cert, da kann man durchaus auch den eigenen Namen drin stehen haben, mit der Adresse und welcher Organisation man ist und so weiter und so fort. Als Kunden wollen Let's Encrypt eigentlich nur Privatanwender haben. Das heißt also, Unternehmen sind nicht angedacht und laut FAQ ist es auch nicht angedacht, dass man diese Zertifikate bei Shared Hostern zum Beispiel einsetzt. Es ist nicht dafür vorgesehen. Dementsprechend haben sie eigentlich auch alles in der Hinsicht designt. Sie haben ein komplett neues Protokoll dafür entwickelt, um nachzuweisen, dass der Server wirklich der ist, der da stehen sollte. Mhm. Sie haben einen Client dafür entwickelt, der die Zertifikate damit abholt und dieses Protokoll dafür verwendet. Und ja, dieser Client ist eigentlich hier das ganz, ganz Schlimme. Also man kann über das Protokoll jetzt sagen, was man möchte. Es hat schon Hand und Fuß. Ob es jetzt überflüssig ist oder nicht, kann man drüber streiten. Sagen wir mal so, es ist eine praktische Sache, wenn man das Ganze automatisieren möchte. Ja.
die bisher... Also ich kann ja sagen, was mich da so motiviert hätte. Also die Punchline, wo ich mir gedacht hätte, wow, das ist schon praktisch, dass irgendwie, und so haben sie es ja auch angeteasert, dass man sich mit einem Debian-Install-Befehl, so apt-get, sich die Zertifikate holen kann. Und das ist natürlich schon ein bisschen reizvoll, weil ansonsten muss man sich halt so mit den Anbietern auseinandersetzen, auf irgendwelche Webseiten gehen, sich Sachen runterladen, vielleicht dann auch das Format konvertieren, blablabla. Aber dieses apt-get, das war mir so einleuchtend. Da haben sie eigentlich keinen schlechten Punkt gebracht. Ja, das, dem kann ich eigentlich auch zustimmen, dass die Idee schon mal erstmal gar nicht so schlecht ist, aber die Ausführung und im Endeffekt war die Idee selbst eigentlich auch nicht so dolle. Also, eigentlich kann die Ausführung, also sieht man an der Ausführung, dass die Idee an sich schon da was hinkt. Mhm. Aber ich sage mal so, wir gehen jetzt einfach davon aus, das Protocol ist keine schlechte Idee, es ist eine sehr gute Idee und sie ist auch praktikabel. Mhm. Weil ich habe nicht wirklich Kritik gegen das Protokoll. Es ist einfach aufgebaut, es ist funktional und Sicherheit würde ich sagen, der erste Eindruck ist, ja, Sicherheit ist definitiv vorhanden. Aber der Client mit apt-get zu vergleichen ist wirklich eine Beleidigung für apt-get. Weil wenn man jetzt mal die Anleitung sich anschaut für Let's Encrypt, den Client, und sich dann die Anleitung für einen CA-Cert als Beispiel nimmt oder die von SSLStart.com oder VeriSign oder sowas, dann dürfte einem auffallen, dass die Anleitungen ungefähr gleich lang sind. Obwohl eigentlich der Client alles Mögliche vereinfachen sollte. Ich habe mir den Client dann heruntergeladen. In der Anleitung steht, man soll Git-Clone benutzen. So installiert man den Client gemacht und erstmal 5 Minuten warten müssen, weil anscheinend dieses Git-Repository extrem groß ist. Also es ist wirklich der pure Wahnsinn, dass man sich so viel antun muss. Mhm. Je größer ein Paket ist, desto eher kann man sagen, da stimmt was nicht. Darf ich kurz einen Einwurf machen? Oder haben wir das schon erwähnt, dass Let's Encrypt nach wie vor Beta ist? Haben wir noch nicht erwähnt. Okay. Ja, der Client ist noch Beta, aber der Service prinzipiell, also ist jetzt im Open Beta. Aber ist dieser Client, hat er nicht irgendwie einen Auto-Update-Mechanismus drin, der sich von einer Quelle aus dem Internet halt neue Software runterlädt und dann automatisch ausführt? Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil Git, das war halt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, es installiert sich per Git. Wahnsinn, das heißt Git, Git Pull und die Sache ist abgedatet. Mhm. Ja, schön wär's. Die haben dann ein schönes Skript, die haben in der Anleitung dann geschrieben, ja, als nächstes sollte man Let's Encrypt minus Auto benutzen. Das okay. ist nämlich genau dieses Skript, was das Ganze automatisieren soll. Was macht dieses Ding? Als erstes holt es sich Root-Rechte oder will sich Root-Rechte holen. Ein Skript, das sich Root-Rechte holt. Also man hat sich das Ding gerade installiert und möchte man dem direkt Root-Rechte geben? Also, naja, also da stimme ich Fefe zu, das ist ein Unding. Also da kommt mal viel Code auf dich runter, musst du viel runterladen und dann willst du nochmal Privilegien haben. Da fühlt man sich schon mal ein bisschen so... Ja, so was. Gut. Genau. Was macht es als nächstes? Als nächstes macht es ein Bootstrap. Ist schon mal nicht schlecht, weil als erstes installiert sich Let's Encrypt Auto alle Abhängigkeiten, die es benötigt. Und jetzt kommt das wirklich Krasse. Jetzt installiert das Ding über PIP, das ist der, wem das nicht sagt, das ist die Python-Variante von RubyGems bzw. von CPAN. Aus der Perl-Welt oder von das apt-get. Wie bitte? Peer unter PHP. Okay, das kenne ich gar nicht bisher. Was ist PHP? Peer. Achso, was PHP ist. Ja, PHP. Ein rekursives Akronym. Es installiert sich dann noch einmal etwas über PIP. Ja, und zwar Let's Encrypt installiert es sich über PIP.
Okay. Das Python-Package von Ja, das Python-Package inklusive ein Virtual-Env und Python selbst auch nochmal und. Also die Abhängigkeiten sind wirklich Wahnsinn. Da habe ich auch noch mal ein paar Minuten warten müssen, bis das auch installiert ist. Mhm. Und wofür war jetzt dieses Git-Repository da, wofür ich dann 5 Minuten gewartet habe, bis es endlich bei mir runtergeladen war? Eigentlich für nichts, nur für Bootstrap. Das war ein kleines Skript, was ein paar Kilobyte groß war und noch ein kleines weiteres Skript, was nochmal ein paar Kilobyte groß war. Der Rest ist Müll. Den braucht man nicht. Und am Schluss hat das Ganze funktioniert oder also hast du das dann laufen lassen können nach erfolgreicher Installation? Ja, sagen wir mal so, nachdem ich gesehen habe, dass das alles völlig unnötig ist, dass man das Ding auch installieren könnte mit auf wesentlich einfachere Art und Weise, nämlich indem man das Bootstrap selber durchführt, ohne dem Script Roots-Rechte zu geben, sondern selber mit apt-get und dann selber diese PIP-Kommandos absetzt, habe ich alles installiert, ohne dieses Script überhaupt zu starten. Das heißt also, ich habe dem Script keine Chance gelassen. Ich habe Let's Encrypt über PIP installiert, nicht über das Autoscript. Und hat dann funktioniert? Das Skript, ja, Let's Encrypt hat dann funktioniert, aber jetzt kommt das Nächste, nämlich was ich wirklich ganz schlimm finde. Die Standardanleitung beinhaltet, dass man ein Apache haben muss. Vorgesehen ist es auch, dass Nginx möglich ist, aber Nginx funktioniert noch nicht wirklich. Da sagen sie, das ist noch ziemlich buggy. Deswegen musste man das über PIP selber nochmal nachinstallieren, wenn man es benutzen möchte. Und macht dann Folgendes. Mit Root-Rechten greift es erstmal die Konfigurationsdateien vom Apache an, beendet den Apache und startet sich selbst mit einer eigenen Konfiguration, um dort zu laufen. Dann verbindet es sich mit dem Let's Encrypt-Server, sagt dem, hallo, ich möchte Zertifikate haben, tauschen sich ein paar Sachen aus, die jetzt eher wurscht sind und der verbindet sich mit dem Server, den Client gerade gestartet hat und holt sich darüber dann die Erkenntnis, das ist wirklich der Server und daraufhin bekommt man von Let's Encrypt das Zertifikat. Diesen ganzen Prozess habe ich nicht so durchgeführt, sondern ich habe gesagt, ich will meinen Server nicht neu starten, ich mache das alles manuell. Ich habe das Skript also gesagt, Cert Only, glaube ich, heißt die Option, und habe ihm gesagt, wo mein Webroot-Verzeichnis liegt, habe dafür gesorgt, dass Let's Encrypt ein bestimmtes Verzeichnis zugreifen darf, mit eingeschränkten Berechtigungen. Und daraufhin habe ich tatsächlich das Zertifikat bekommen. Also was das anbelangt, das funktioniert. Man braucht den ganzen wirklich Scheiß nicht, dass da extra ein Server gestartet werden muss und. Setzt natürlich andere Dinge voraus, dass das überall funktionieren würde. Aber ich gehe mal davon aus, die Variante ist wesentlich praktikabler. Man muss nicht seinen eigenen Server dafür beenden. Hast du einen Patch geschrieben oder das irgendwie vorgeschlagen? Da gibt es keinen Patch. Du hast die eine Prämisse, die Let's Encrypt hat, genommen, vollkommen ignoriert und alles andere gemacht. So ist es, ja. Naja, was willst du da patchen? Also, das Ding ist der größte Scheißdreck, den ich in meinem Leben gesehen habe. Nein, das deklarierte Ziel ist, dass jeder, der nicht schon weiß, wie er das manuell machen kann, das automatisiert machen kann. Und das ist das, was du genommen und ignoriert hast. Und dann kannst du dich nicht beschweren. Du bist zu gescheit oder du bist zu Profi für Let's Encrypt. Vor allem nicht Zielpublikum. Wer ist denn das Aber Zielpublikum eigentlich? Weil Menschen, die normalerweise nicht viel weiter drüber rauskommen, als sich einen Tabal von WordPress.org runterzuladen und auf ihren PHP-Hoster zu spielen. Aber Root-Rechte haben müssen. Ja, die hast du ja eh, das ist ja der Punkt. In dem Fall ist es einfach wichtiger, dass ungefähr 1000-mal mehr Leute nachher einen SSL-Host haben, als einer nachher weniger sicher ist, weil Root-Rechte haben die Leute sowieso auf ihren PHP-Hosts. Und wenn es nicht Root ist, dann ist es irgendein PHP-User, der hat halt alle Rechte auf ihrem Host hat. Ja, das ist nicht der Punkt. Also natürlich kann es in die Hose gehen, aber der Punkt ist, es geht sowieso in die Hose. Früher oder später. Naja, es ist ja eh egal. Ja? Weil diese Benutzer, die das Zielpublikum sind, haben alle Rechte, die du nur haben willst als Angreifer auf diesen Webseiten. Plus sie haben kein SSL bis jetzt. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Was jetzt noch
Also Moment mal, zusammengefasst, also man gibt jetzt eigentlich schon den Angreifern auch alle Mittel dazu, SSL-Zertifikate noch einfacher zu installieren. Ja, also sagen wir so, dieses Ding ist nicht wirklich einfach. Das Ding ist ziemlich buggy. Also, es ist Beta. Ja, es ist, das, der Beta-Status ist mir wirklich ziemlich wurscht. Der wird nicht besser, die Software wird nicht besser, wenn sie den Beta-Status verlässt. Das bezweifle ich. Mhm. Es ist nämlich nicht robust. Also meiner Meinung nach eine ordentliche Anleitung, eine kurze Anleitung mit ziemlich simplen Skripten und so weiter und so fort wäre in diesem Fall wirklich wesentlich praktikabler. Die gibt's nicht. Wie soll es die geben? Was nicht geben? Eine simple Anleitung, die alles abdeckt, was da draußen an Konfigurationen herumschwirrt. Ja, aber noch weniger kann es ein Skript geben, das das abdecken könnte. Naja, natürlich gibt's das. Nein. Zum Beispiel kannst du alle möglichen differenzierten Konfigurationen ausschalten, indem du deinen eigenen Server startest. Aber das willst du ja nicht. Du willst ja, dass dein Server weiterrennt. Es ist ja nicht nur die Server, also nicht nur der Server, was da für eine Konfiguration drin steckt. Es sind auch noch andere Dinge, die etwas anders sein könnten. Allein die Installation mit dem Virtual Env ist nicht besonders robust. Also ich habe die Anleitung. Virtual Env ist aber der Standard, wie man Python Software auf einem Server installiert. Kann sein. Zumindest bei mir. Ist definitiv so. Zumindest bei mir auf dem Server, das war ein 2 Debian-Rechner, wo ich das jetzt ausprobiert habe. Einmal ein Raspbian und einmal ein Debian. Ich weiß jetzt nicht, welche Version. War es schon problematisch. Also noch. Es hat bei mir zumindest nicht direkt funktioniert und es war eine Standardkonfiguration. Das wirklich weiter Interessante ist, dass es Python 2.7 voraussetzt. Es funktioniert nicht mit Python 3. Und das ist ein Manko von Python, dass es da eine Unterscheidung zwischen 2.7 und 3 gibt und dass das anscheinend nicht funktionieren kann. Okay, interessant. Ich hätte nicht erwartet, dass eine neuere Version nicht funktioniert. Können wir es irgendwie zusammenfassen, dass du nicht begeistert bist? Ja, also was der Client anbelangt, ziemlich Mist. Und ich empfehle die Lösung, die Fefe jetzt vorgeschlagen hat. Er hat nämlich eine einfache HTML-Seite mit JavaScript gefunden, womit man das Ganze machen kann, ohne auf dem Server irgendeine Software zu installieren. Und die verlinkst du in den Shownotes. Ja, wir haben Der ist eh auch verlinkt, der Rant vom Fefe. Ich meine, es ist wie immer so mit viel Bauchschmerzen auch zu lesen, so unreflektierte Python-Schimpfereien und so. Mich hat es amüsiert, aber ja. Also, aber der Grundkonsens ist, die Implementierung ist eigentlich und überhaupt die Grundidee, das Zielpublikum ist das Problem daran oder so, oder was. Aber wäre es nicht schön, wenn die Administratoren auch irgendwie eine Möglichkeit hätten, da irgendwie etwas, ein zentralisiertes SSL-Zertifikat-Service zu haben, wo man mit Hausbordmitteln eines Betriebssystems sich Zertifikate holen könnte. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, das wäre schön gewesen, ja. Wenn es das nicht erfüllt, sich Puppet und OpenSSL. Ja, Puppet und OpenSSL, okay. Wenn du das haben willst, CAZ nimmt immer gerne Spenden an und nimmt immer gerne Code an. Okay, das Problem ist halt, im Verhältnis zu CAZ ist Easy, ist das Let's Encrypt ja in den Browsern inzwischen drin. Das ist genau der Rant vom letzten Jahr, den du dir im Biertocher-Podcast anhören kannst. Ja, die Zertifikate in den Browsern sind ja bekanntermaßen gebrochen. Na, okay. Das Thema habe ich jetzt extra wirklich explizit ausgespart, weil das wäre. Das machen wir halt nicht. Ja. Also für mich, dieses Skript kann nie so robust sein, dass es wirklich überall immer rennen kann. Also nein, meine ich eben nicht. Vorsicht, ja. Warte, ich überlege mal. Ja, dann auf frisch neu zum nächsten Thema, oder? Netzpolitik? Sollen wir gleich bei der Technik bleiben? Dauert nicht lang. Für die Python User Group übrigens am nächsten Mittwoch, das ist der 16. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht, ist wieder Python User Group Treffen im MetaLab. Wieder die traditionelle Weihnachtsfeier mit Coding Dojo, das wir vielleicht je nach Partizipation umgestalten in ein Trinkspiel oder so. Gibt es wieder Kekse oder was? Bringt Kekse mit. Aha, ja. Es wird Punsch geben, hoffentlich. Die Barbara wird so gut sein, uns Punsch zu machen. Nächsten Mittwoch, das ist genau, der 16. Dezember. 16. Okay, ja.
um 18 Uhr. 18 Uhr. 18 Uhr. Kurzer Abschweifer. Ja, genau. Weil ab und zu die Anfrage kommt von Neulingen, die uns besuchen, ob es irgendwelche Webseiten gibt oder so, Challenges, wo man kleine Programmierbeispiele, Programmieraufgaben gestellt bekommt, die man dann lösen und vergleichen kann und vielleicht auch noch mit anderen diskutieren. Habe ich einmal eine Liste zusammengeschrieben von allem, was mir so eingefallen ist. Ein paar andere Leute haben dann noch ein paar Punkte dazugeschrieben. Mhm. Finden wir in unserem Wiki. Im PyUgart-Wiki. Genau. Ja. PyUg.at. Und da sind so Sachen drinnen wie Klassiker wie die Pi-Challenge, die schon uralt ist. Dann, was haben wir noch? Projekt Euler kennen vielleicht einige. Das ist so eine Sammlung von, ich glaube, inzwischen über 200 oder noch mehr Beispielen, die so ein bisschen mathematischer angehaucht sind, wo man Bescheid wissen muss über Primzahlen und generierende Funktionen und Integrale und sowas. Und das geht bis zu einer neuen Seite, die ich gefunden habe, die nennt sich Empire of Code. Die ist ein Ableger von Jack.io. Okay. Jack.io selber ist so eine Challenge-Seite für Python, die läuft im Browser mit HTML5, ist bunt, schaut ein bisschen, ist natürlich alles gamifiziert, wie man neu modern so schön sagt. Fahrrad wegen der Motivation. Ja, genau. Und Jack.io gibt es schon ein paar Jahre, glaube ich. Das hat mehr so einen, also da ist diese Geschichte drumherum, wo man auf einem Asteroiden ist und dann das Raumschiff mit Code ausstattet und so. Das ist mehr Verzierung von dem Ganzen. Mhm. Aber jetzt Empire of Code ist eben ein Ableger davon und da ist es tatsächlich, oder es soll zumindest ins Spiel eingebaut sein. Das heißt, man kann zum Beispiel, es ist ein bisschen wie diese, was war das, Command & Conquer Spiele. Okay. Also man baut sich eine Basis auf und kann dort Geschütztürme aufbauen und dann kann man Raumschiffe bauen und da kann man dann irgendwelche Roboter draufladen, mit denen man dann andere Asteroiden angreifen kann. Mhm. Und dort kann man, also diese Roboter zum Beispiel, kann man mit Code steuern, die haben eine API. Und da kann man dann sagen, such dir zuerst die Verteidigungstürme und schalt die aus und dann erst die Zentrale und schalt die aus. Das ist mit Python. Und das kann man kann sich am Anfang, wenn man sich anmeldet, kann man sich aussuchen, ob man zur Fraktion Python oder zur Fraktion JavaScript gehören will. Und auf das ist man dann festgelegt. Sehr gut, das sehr ist gut. Liebevoll. Es gibt schön. Keine Fraktion Perl. Nein, es ist nur Python und JavaScript. Und ja, also solche Sachen, wie dass man dann halt auf Beutefeldzug gehen kann und Algorithmen von anderen erbeuten kann und dieses alles. Capture ist the Code. Prinzipiell, hast du schon gespielt? Oder? Ja, so nebenher immer. Ja, ja. Ich muss sagen, also es ist erstens einmal free to play. Man kann ihnen irgendwie so, ich glaube, also man kann normalerweise nur ein Gebäude auf einmal bauen. Mhm. Und das dauert halt zwischen ein paar Minuten und später dann 15 Stunden, 20 Stunden oder sowas. Also man loggt sich dann immer wieder ein und gibt dann genau. Ein Kommando. Und zwischendurch kann man dann halt wieder Sachen freischalten, indem man ein bisschen was programmiert. Und man kann ihnen, glaube ich, so ungefähr $10 zahlen. Also es kostet ungefähr $10, dass man die notwendigen Coins kriegt, dass man einen zweiten Bilder sich dazu kaufen kann, genau. Damit es schneller geht. Mhm. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Aber man kann es auch gratis spielen. Aber man kann es auch gratis spielen, dann dauert es halt einfach länger. Ist ganz nett. Ich habe es jetzt die letzten 2 Wochen halt immer wieder gespielt. Jeden Tag irgendwie so einmal eingeloggt und so. Allerdings muss ich sagen, es ist auch noch im Beta-Stadium. Aber ich muss sagen, die Kurve ist nicht sehr berauschend für mich momentan. Also es ist sehr flach also oder es ist zu steil? Es ist... Die meisten Probleme, also wirklich die allermeisten Probleme, kann ich als langjähriger Python-Programmierer in 1 oder 2 Zeilen lösen. Mhm. Und das auch innerhalb von einer Minute oder zwei. Mhm. Und ab und zu sind dann welche drinnen, wo sogar ich eine Stunde oder zwei sitzen würde. Und dazwischen gibt es eigentlich kaum was. Mhm. Ich denke mal, wenn man Anfänger ist, dann ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, die einfachen Beispiele zu lösen, weil man nicht alle Module kennt und so, dann braucht man vielleicht so 10, 15 Zeilen. Aber es gibt eigentlich keine Kurve, keine ansteigende, sondern es ist, ich habe den Eindruck, es ist alles flach. Und das ist verlinkt aber im PyUgart-Wiki. Das findet man im PyUgart-Wiki und ich werde das dann auch noch in den Shownotes nachschreiben. Würde man bei den schwierigen Sachen dann hängen bleiben oder kommt man da irgendwie herum? Jetzt als Anfänger? Nein, es sind keine, bis auf, also das wie soll ich sagen, das komplizierteste
war ein Beispiel, wo man, ich weiß gar nicht mehr warum, aber man hat den Arcus Tangens braucht. Aber das ist eigentlich eine Formel, die man direkt aus der verlinkten Wikipedia-Seite kopieren kann. Und also einfach die Formel aus dem Abschreiben. Und ansonsten sind die Beispiele nicht kompliziert oder so. Aber wenn man zum Beispiel nicht... Also in dem Fall gibt es zwei verschiedene Formeln. Genau, das Volumen ausrechnen von einem Spheroid. Und es gibt zwei verschiedene Formeln, je nachdem, ob es mehr ein Football ist oder ein Erdball. Also ob es mehr spitz ist oder abgeflacht. Und das eine ist Arcus Sinus und das andere ist Arcus Tangens. Es sei denn, man kann mit komplexen Zahlen rechnen, dann ist es nur eine Formel. Und wenn man nicht weiß, dass es in Python ein Mathematikmodul extra für komplexe Zahlen gibt, dann hat man halt doppelt so viel Code. Und das war eins von den Beispielen, wo es darum gegangen ist, Code-Golf zu spielen, also eine möglichst kurze Lösung zu finden. So ungefähr. Also es ist nicht komplizierter, wenn man Anfänger ist, kann man es auch lösen. Man sitzt halt länger und muss halt mehr Code schreiben. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Idee, wenn man als Anfänger irgendwie ein bisschen sich überlegen muss, wie man sowas löst, wenn man nicht die volle Power von Python hinter sich hat. Zu dem Thema Lernen, insbesondere Lernen von Programmieren, könnte ich zwei Sachen nachwerfen. Ja. Das eine ist, ich war schon ein paar Wochen her, ich habe es auch einmal versprochen gehabt, darüber zu reden, habe es aber nie gemacht, das war Node School. Node School ist zwei Dinge auf einmal. Das eine ist, dass es Events sind, wo man sich trifft, um Node zu lernen. Okay. Aber eigentlich steckt dahinter auch eine technische Plattform und damit ein Konzept, wie man Node lernen kann. Node, vielleicht sollte ich noch sagen, was das ist, ist, wenn man mit JavaScript serverseitige Applikationen programmieren will, dann gibt es ein Framework, das heißt Node.js. Das ist und ganz das hip zurzeit, oder? Man liest es öfters. Ich würde sagen, vor zwei Jahren war es hip, jetzt vielleicht schon nicht mehr ganz okay, so. Jetzt gibt es schon wieder den nächsten neuen Scheiß dann. Aber es ist zumindest noch, es ist ganz schön weit verbreitet. Und was ich besonders interessant dran finde, ist das Lernkonzept, das die umgesetzt haben. Man lädt sich einmal ein Paket runter von GitHub, okay, installiert damit einmal auch ein minimales Node mit diesem Node School auf seinem Rechner. Und ab dem Zeitpunkt... Also du betreibst gleich auf deinem Rechner einen kleinen Server. Genau, den hat man dann instantan sofort lokal laufen. Und auf dem startet man als erstes eine kleine Node-Applikation, die dann textbasiert dir die Aufgaben gibt. Du musst dann programmieren. Und zwar auch an die richtige Stelle eine Datei schreiben und die Datei wird dann auch automatisch wieder von dem Node getestet. Ja. Und nur wenn dein Test aufgeht, hast du das Recht, in die nächste Lektion zu kommen. Und die haben einen riesen Haufen von Lektionen. Also man kann sich einmal aussuchen, welches Themengebiet, also man kann sehr unterschiedliche Sachen mit dem Node machen und man kann sich einmal aussuchen, welches Themengebiet einen denn interessiert und dann sich da durcharbeiten. Und wir waren doch ein paar nicht so unerfahrene Programmierer, zwar nicht Node-Entwickler und auch nicht JavaScript-Entwickler, aber Entwickler und sind 3 Stunden zusammengesessen bei so einem Node School Event mit ein paar Freunden, bin ich da dort gewesen. Wir haben 3 Stunden programmiert, haben, glaube ich, 5 oder 6 Übungen geschafft und dieser eine Kurs wären, glaube ich, 15 oder 16 gewesen. Und Kurse gibt es, glaube ich, 20 oder 30. Also es ist ein Riesenhaufen Material, um das zu lernen. Und das alles eben in diesen textbasierten Aufgaben mit Anleitung. Du musst programmieren, dann wird es getestet, dann geht es weiter im Modus. Und gibt es ein Wiki oder ein Forum, wo man sich dann Hilfe holen kann? Eigentlich nicht, weil du sollst ja selber draufkommen, du sollst es dir erarbeiten. Die Hilfe ist auch recht ausführlich. Es ist meistens das Problem, dass man die Hilfe nicht genau gelesen hat, wenn man wo hängt. Theoretisch kann man sich auch Lösungen raussuchen. Also im GitHub-Repo gibt es auch Lösungen drinnen, aber man wird nicht mit dem Finger drauf gestoßen sozusagen. Also sie machen es einem nicht allzu leicht. Und das zweite ist ein Thema, mit dem ich gerade mich ein bisschen auseinandersetze. Das ist was Wiederlernen. Also ich habe vor einigen Jahren doch recht viel und recht intensiv JavaScript programmiert und habe das dann einige Jahre auch wieder ziemlich liegen lassen. Und haben mir jetzt überlegt, wie mache ich das jetzt eigentlich wieder, dass ich wieder halbwegs fit wäre. Und habe mir aus dem Regal einfach den dicksten JavaScript-Schmöker rausgenommen, den ich gehabt habe zu Hause. Das ist JavaScript, The Definitive Guide. Das Bändchen hat 1100 Seiten, hat, ich weiß nicht, 2,5 Kilo oder irgend sowas. Und geht das jetzt wirklich chronologisch von vorn bis hinten durch. Und der überraschende Lerneffekt für mich ist wirklich, dass ich unheimlich viele Sachen lese, von denen ich das Gefühl habe, dass ich es noch nie gehört habe. Und du hast urviel vergessen. Ich glaube, ich habe es gar nicht gewusst, aber zumindest habe ich auch urviel vergessen. Also mein Tipp ist sozusagen, auch wenn man sich für einen Profi wo hält und zumindest eine Zeit lang draußen war oder halt sonst sich nicht mit allen beschäftigt hat, kann sich auszahlen, dass man wieder in die Sachen reinschaut und dann gehen einem einige Aha-Effekte auf. Ja.
Also lernt eure Programmiersprachen wieder neu. Ja, aber schön. Irgendwie kommt mir vor, dass die Einstiegshürden jetzt immer mehr genommen werden. Also teilweise durch Gamification oder eben durch so aufgabenbasierte Sachen, wo du halt so hingeleitet wirst. Das ist schon ein positiver. Es gibt auch sehr viele Organisationen, die speziell im Education-Bereich da was machen. Wie jetzt in Amerika zum Beispiel die Hour of Code, das glaube ich sogar weltweit. Mhm. Also wo sozusagen an Schulen eben Aktionismus betrieben wird, eine Stunde Coding-Unterricht. Also da tut sich zu tun. Es tut sich immer mehr, ja. Wenn wir schon bei Technik sind, du hast ja auch was programmiert. Ja, ich geniere mich jetzt, aber es ist eher nicht so toll. Ich habe für meine Schüler versucht, meine Pygame-Beispiele aufzuräumen. Mhm. Und dann habe ich so herumgetan, ach, das könnte ich besser schreiben und das könnte ich besser schreiben. Und am Schluss ist dann ein Spiel rausgekommen. Und zwar ist das mit dem Ansatz, dass man ab und zu lange Telefongespräche führt mit eher lästigen Kunden oder lästigen Leuten. Und dann will man was spielen, aber es darf nicht zu viel Sound haben oder irgendwie zu involvierend sein, dass man den Gesprächsfaden verliert. Mhm. Jetzt habe ich ein Spiel geschrieben, das man mit 4 Tasten der linken Hand spielen kann und man braucht eine Hirnzelle. Also man muss so schön ein, wie soll ich sagen, kleine mit einem Pinguin natürlich, man deckt so kleine Quadrate auf und dann kommt immer mehr ein Hintergrundbild hervor. So ein Aufdeckspielchen. Mhm. Und ja, es gibt dann Fallen Pfeilen. Oder wie kann man sterben bei dem Spiel? Oder ist das nein, schon wie bei allen meinen Spielen wirst du von 4 Kanonen beschossen, die am Rand hin und her fahren. Gassiger. Und dazwischen sind geht so Schiebewelle, die ab und zu die Fahrt blockieren ins nächste Kastel. Das heißt, du musst immer überlegen, mache ich einen Umweg oder komme ich dann mehr in ein Kreuzfeuer rein und so. Also es tut sich sehr viel, aber du brauchst trotzdem nur eine Hand. Und also du schaust da praktisch aus. Gehst du durch ein Labyrinth, während du beschossen wirst und freust dich dann, dass du Bilder aufdeckst. Ja, steht auf GitHub und wird verlinkt in schon und heißt derzeit Crossfire Grid. Mhm. Alles. Ja, super. Verstehe ich, das heißt, vom 64er Zeit Labyrinth und Schießen, beschossen werden geht immer irgendwie. Geht immer. Das ist so ein eingefahrenes Konzept. Ein gespieltes. Wunder. Was denn? Ich weiß nicht, was wollen wir denn als nächstes Thema? Du hast doch einen Film gesehen. Oder wollen wir noch Technik machen? Ich bin heute ein bisschen fahrig. Wir wollten noch auf die FPÖ schimpfen? Oder? Ja, das ist aber auch ein technisches Thema. In Linz haben sie ja im Sommer diese Ampelmännchen übernommen, die sie in Wien aufgestellt haben. Die Ampelmännchen, es sind Pärchen auf den Ampeln zu sehen. Kann man nicht eigentlich Ampelpärchen sagen in diesem Ampelpärchen. Kontext? Ampelpärchen. Richtig, Ampelpärchen. Es gibt eben Pärchen, wo zwei Damen drauf zu sehen sind, zwei Herren. Also piktogrammtechnisch, weil aufgrund der Kleidung kann man sowieso nicht wirklich aufs Geschlecht schließen. Aber es sollen halt zwei Damen darstellen, zwei Herren oder halt auch ein Herr, eine Dame. Mhm. Das hat in Wien relativ viel positives Feedback gebracht. Ja, kann mich erinnern. In Linz ist es dann aufgrund einer privaten Initiative auch umgesetzt worden. Mhm. Also mit privaten Investoren. Ich glaub, nur mit einer einzigen Ampel, oder? Auf einer Kreuzung, aber mit allen drei verschiedenen Piktogrammen, die es da so gegeben hat. Und nachdem jetzt die FPÖ in Linz zumindest für die Verkehrswege in der Richtung zuständig ist, haben sie diese Ampeln abmontiert, weil sie ja vom Verkehrsgeschehen irgendwie ablenken und kontraproduktiv sind oder sonst irgendwie als Begründung. Originalzitat war, glaube ich, das dient der Fußgängersicherheit und nicht der ideologischen Trainierung oder so. Kinderwahnsinn oder irgend so. Das war einem nicht so blöd. Also, bloß nur auf einer Kreuzung war, haben sie das nur noch abdrehen müssen. Wir können genüsslich sagen, das Weltbild der Partei vom Jörg Haider hat sich durchgesetzt. Oder Strache. Ja, Strache. Mittlerweile. Im Haider ist lustiger. Ja, nicht so erfreulich. Kleinlich. Garstig. Tja. Ja, in dem Zusammenhang, es gibt ja jetzt die großen Protestwelle, weil es ja den Hass oder um das Gegen-Anderssein irgendwie geht, gibt es ja die große Protestwelle, hat es ja gegen einen Spar gegeben, der ja eingestellt hat, Halal-Fleisch zu verkaufen, aufgrund der großen Protesten. Und es ist echt irgendwie, diese Hasswelle, also so sehr wir im Sommer
quasi froh drüber waren, was sich da aufgrund des Flüchtlingsstroms positiv bewegt hat. Bewegt sich jetzt irgendwie in eine andere Richtung. Ja, es ist ja echt ein Intoleranz. Und um noch eins nachzulegen, mit heutigem Tag hat Österreich angefangen, an der Grenze zu Slowenien einen Zaun aufzustellen. Was? Heute wurden die ersten Pfeiler gesetzt. Einen Stracheldrahtzaun? Ja, genau. Ich warte darauf, dass der Bundesadler durch einen Gartenzwerg ersetzt wird. Das ist wohl wirklich passend. Jetzt sind wir ja fast in der Politik gelandet. Bitte. Ich war beim netzpolitischen Abend. Ich habe euch alle nicht gesehen. Ich bin sofort wieder gegangen, weil mir zu viel los war. Es waren im Hauptraum des Da hat jemand getwittert, dass er ins Nachbarlokal aufs Klo gegangen ist, weil sie von hinten nicht bis vorn zum Metalab-Klo durchgegangen hat. Ja. Das ist schwierig beim Metalab. Es waren in dem Metalab-Raum, der, würde ich sagen, ist so für 30 oder 40 Leute bequem ausgelegt. Es wären so gewesen sein, ungefähr 120 drin. Das heißt, es war gut gefüllt, es war schlecht angekündigt, aber gut gefüllt. Mhm. Also ich habe es, glaube ich, 1,5 Tage vorher auf Twitter erfahren. Haben wir gedacht, das klingt nicht uninteressant. Also wirklich was los. Und es hat mir große Freude bereitet, dort gewesen zu sein. Zu sehen, dass es in Wien zumindest 120 Leute gibt, die sich für das Thema interessieren. Und nachdem ihr auch nicht dort wart, weiß ich, es gibt sogar noch mehr. Aber das Ganze kann man auch nachhören. Also da gibt es einen Audios drin dazu, den verlinken wir einfach. Im Cultural Broadcasting Archive haben sie die Sendung hochgeladen, 1/3 Stunden. Es waren 3 Vorträge. Ich schaue auf meinem Schummelzettel, bevor ich was Falsches sage. Die Redner waren der Andreas Griesch, der hat zur EU-Datenschutzreform geredet, was nicht uninteressant war. Da dürfte es doch im Laufe der Zeit eine Besserung geben, insbesondere was die Strafen angeht. Also zurzeit ist die Strafdrohung, die wir haben in Österreich, relativ gering. Maximumstrafe ist zurzeit so 25.000 Euro. Das wird wahrscheinlich in Zukunft in den Millionenbereich gehen. Da müssen sich die Länder noch auf einige Details einigen, aber sie haben gesagt, so von den Sachen, die sie versucht haben, in den Einspruchsverfahren durchzukriegen, haben sie so um die 60% durchgekriegt. Auch einiges natürlich nicht, aber es dürfte insgesamt eine Verbesserung sein, was da rauskommt. Der zweite Vortrag war von der Meral Alkin-Hecke, die kannte ich vorher als Person bisher nicht. Du kennst die, sie? Ja, das ist die Österreich-Digitalbeauftragte jetzt. Ja, die ist der Digital Champion von Österreich, Digital oder der Champion, erste ja. Digital Champion. Das ist eine EU-Initiative zur Erhöhung der Medienkompetenz oder der digitalen Medienkompetenz. Und darüber hat sie auch einen Vortrag gehalten. Damit alle wissen, wie leiwand die Meral ist, sie hat getwittert, wo man den Biertaucher Podcast 127 findet, weil du dort irgendwas getwittert hast. Genau. Sie betreibt auch mehrere Plattformen zu dem Thema. Am besten, wie gesagt, im Talk hören, und wir haben es auch verlinkt in den Shownotes. Der dritte Talk waren eigentlich 2 Talks vom Tom Lohninger, der ohnehin relativ bekannt ist, also in der Szene, der ist mehr oder minder die Person hinter AK Vorrat, hat 2 Themen als Vorträge gehalten, zum einen zum Staatsschutzgesetz und zum anderen das Thema Netzneutralität, weil sich bei beiden gerade in der Woche was recht Aktuelles getan hat. Mit der Netzneutralität geht es, würde ich sagen, tendenziell eher ein bisschen bergab, auch wenn das von Herrn Oettinger als Erfolg gefeiert wurde. Ich sehe das nicht so, und auch so ziemlich niemand anderer im Raum hat das so gesehen. Details wieder im Vortrag. Und das dritte war eben der Vortrag zum Staatsschutzgesetz. Das ist noch in Diskussion im Parlament, und da wird es wohl noch auch ein bisschen hin und her gehen. Das hätte schnell durchgewunken werden sollen letzte Woche. Das ist nicht passiert. Und da wird es im Jänner dazu auch noch eine Demo dazu geben, auf der ich vorhabe, mich aufzuhalten. Und ich habe gehört, statt 9 Bundesland-Geheimdienste kriegen wir jetzt doch nur einen großen Geheimdienst mit 9 Subdirektionen. So wird es wohl sein. Ein ganz interessanter Nebenkommentar dazu. Ich habe über Ecken damit auch von einer weiteren Person erfahren, die ich bisher nicht kannte. Das ist der Herr Dr. Gerd Reni-Polli. Das ist der ehemalige Chef vom Verfassungsschutz, der mittlerweile eine Firma selber als Privatperson betreibt, wo er eben Firmen zum Thema Security
und Spionageabwehr und solche Sachen berät. Der hat eben als wirklicher Experte zu dem Gesetz gesagt, naja, das ist ein Gesetz, mit dem man versucht, Aufstände niederschlagen zu können. Und auch, das war mir bisher nicht so bewusst, der Begriff Staatsschutzgesetz ist an und für sich eigentlich negativ konnotiert. Das ist bisher hauptsächlich in zwei Umgebungen verwendet worden. Das eine war im Stalinismus und das andere war zu Dollfuss-Zeiten. Und sonst sagt man eigentlich tendenziell eher Verfassungsschutz, ja? Überraschung. Überraschung, Überraschung, ja. Also man kann linguistisch, der Staat wird auch ohne Verfassung einen Staatsschutz haben, aber keinen Verfassungsschutz mehr. Ja, der Staat schützt sich halt tendenziell vielleicht damit eher vor dem Volk, als dass das Volk und seine Verfassung vor negativen geschützt wird. Den Herrn Polly finde ich generell sehr interessant, da habe ich jetzt ein bisschen herumgesucht und ein nettes YouTube-Video gefunden, wo er vor zwei Jahren in der Zeit im Bild interviewt worden ist. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Bitte. So seine Sicht auf die Kollaboration zwischen den österreichischen Geheimdiensten, amerikanischen Geheimdiensten. Das ist recht interessant, was er so sagt zur Sicht, seine Sicht auf die Dinge als ehemaliger Leiter vom Verfassungsschutz. Waren bei dem ganzen Abend auch erfreuliche Momente oder ist man dann dreifach depressiv heimgegangen? Nein, ich bin eher ein bisschen erstickt heimgegangen, weil es halt von der Luft dann doch am Schluss schon ziemlich gemangelt hat. Also ich habe mir die endgültigen freien Diskussionen, die es dann nachher noch gegeben hat, nicht mehr gegeben, wirklich aus Luftgründen. Aber die Vorträge waren echt sehr gut. Die Diskussionen im Anschluss an die Vorträge unmittelbar mit den Fragen waren auch sehr gut. Die sind auch alle in diesem in der Livestream-Aufzeichnung drin, weil man hat Mikrofone herumgegeben. Ja. Ist auch prima, finde ich, moderiert worden von der Schrumpab auf Twitter, Redakteurin vom Standard, von der Future Zone, die das sehr gut gemacht hat, die ganze Geschichte sehr gut geschupft hat. Ich habe das als einen sehr positiven Abend empfunden. Es wird sowas in Zukunft monatlich geben. Es wird immer regelmäßig sein, außer schon der zweite Termin ist außerhalb der Regel. Also da wird man schon an einen anderen Tag in der Woche springen. Aber das ist eben alles auch da drinnen in diesem Talk, wann denn der nächste stattfinden wird. Das ist eine Sache, die eigentlich ursprünglich aus Berlin kommt. Da gibt es das Ganze, soweit ich weiß, schon ein paar Jahre. Und jetzt haben wir das in Wien auch. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass das noch in einen anderen Raum, in einen größeren Raum, vielleicht auf einer Uni oder irgend sowas wandert. Weil das MetaLab ist einfach zu klein für den Andrang. Weil ich finde, da sollten ein paar hundert Leute sein bei sowas. Ja. Okay, also du empfiehlst da hinzugehen. Absolut. Netzpolitischer Abend, ist die offizielle URL, weißt du die von? Nach Netzpolitischer Abend Wien googeln und der erste Hit ist es. Du wolltest vorher noch Einspruch erheben, warst du auch dort? Nein, ich wollte keinen Einspruch erheben. Ich war auch nicht dort. Okay. Und das interessiert mich auch nicht. Das war der Einspruch. Okay. Schöner Lebenteil. Ja. Ich habe noch einen Mail-Server. Möchtest du das Mikrofon noch halten? Ah, nein. Ja, gut, okay. Ich werde sowieso wieder einen inneren Monolog führen. Hau rein. Also, Moment. Ich muss langsam lernen, dass ich überhaupt mit dem Thema mit dem Teil anfange, worüber ich überhaupt rede, weil ich setze immer voraus, dass die Leute es wissen. Okay, also worum geht es? Ich betreibe meinen Mail-Server selber mit einer eigenen Domain und so weiter und so fort. Das Problem war, dass Horst meine E-Mails nicht bekommen hat. Er ist bei Gmail. Stimmt, ja, Dennis, seine E-Mails sind ständig im Spam-Filter gelandet und zwar auch auf die E-Mail-Gruppe, also auf die E-Mail. Ja. Und obwohl er ganz viele E-Mails schon von mir bekommen hat, Gmail hat es nicht gelernt, dass meine nicht im Spam-Ordner landen soll. Also habe ich mich Gmail jetzt... Gmail mag dich nicht, mochte dich nicht. Genau, richtig. Und weil ich ja schon mit Let's Encrypt, ich habe deren Zertifikat ja bei mir eingespielt. Es ist nicht so, dass ich Let's Encrypt nicht benutzen würde. Aber nachdem ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich das Zertifikat schon eingespielt, dann kümmere ich mich jetzt auch um den restlichen Mail-Server. Die Zertifikate lassen sich auch für den Mail-Server nämlich verwenden. Auch etwas, was man dazu sagen sollte. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass das auch geht, aber ja. Da wird gerade neben mir lustig Nein, lass dich nicht ablenken. Das gehört zum Podcast. Wir versuchen uns von den Zehen abzulenken, die uns gerade einfrieren. Was willst du da mit dem Baseballschläger? Wie bist du das Problem angegangen, Dennis? Ich habe eine E-Mail von meinem Mail-Server zu Gmail geschickt. Also du hast dir selber eine E-Mail geschrieben?
Ja, zu Gmail, also einen Gmail-Server. Ja. Da ja die leider einen Spam-Filter haben, wo nicht die E-Mail abgelehnt wird, sondern in einem Spam-Ordner liegt, sehr hilft mir die Antwort nicht. Das. Nein, ich finde das negativ. Bei mir ist das auch überall so. Sehr super. Ach, das ist sarkastisch gemeint. Nein, nein, nein. Liebe Leute, bounce keine Mails mehr. Bitte tut's das nicht mehr. Aber dann weiß man... Wir haben 2015, bounce keine Mails mehr. Kein Wenn, kein Aber. Die meisten lesen ihre Spam-Ordner nicht. Und das ist dann die noch meisten schlechter. Lesen auch die Bounce-Mails nicht. Ganz abgesehen von Joe Jobs und diesen und jenen. Macht das einfach nicht mehr. Okay, das ist ein anderes Diskussionsthema. Mhm. Zumindest ich bin ein Befürworter von Bounce Gmail, eher von Gmail. Du hast Gmail Server eine E-Mail geschrieben und sie genau. War im Spam-Folder. Und ja, ich habe dann halt bei Gmail nachgeschuckt, weil ich eine E-Mail-Adresse dort angelegt habe und habe dort in den Spam-Ordner reingeschaut und habe tatsächlich auch dort die E-Mail, deine die ich geschrieben E-Mails habe. Gefunden. Ja. Ja, also die eine. Und dann habe ich inzwischen, glaube ich, 20 E-Mails hin und her geschickt, um zu testen. Umgekehrt funktionierte es, die Gmail E-Mails kommen bei mir immer an und habe dann auf die Fehlermeldung geachtet, die oben steht, wieso meine E-Mail überhaupt im Spam-Ordner gelandet ist. Und da stand dann etwas davon, dass meine E-Mail deswegen abgelehnt worden ist, da mein Server weder Reverse DNS unterstützt, also nur indirekt, die verweisen auf eine Hilfeseite, wo das Ganze steht, und ich kein, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Protokoll heißt, ein bestimmtes Protokoll nicht unterstütze. Mhm. Dieses baut eigentlich nur auf zwei anderen auf, ist ein zusätzliches, und zwar auf DKIM und auf SPF. Reverse DNS habe ich dann auch mal nebenher eingerichtet, aber ganz zum Schluss, das war dann schon wieder wurscht. Ich verschicke ungefähr 30 Millionen E-Mails im Jahr. Reverse DNS ist der Grund, das andere kannst du ignorieren. Ja. Ja. Unterschreibe ich auch. Ich habe den anderen Weg jetzt einfach mal eingeschlagen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich probiere es mal aus. Und Reverse DNS reicht tatsächlich, aber ich habe das andere mal auch ausprobiert. Weil ich gehe davon aus, dass es früher oder später irgendwann schlimmer wird. Ich wollte mich auch mal mit dem ganzen Zeug mal beschäftigen. Also SPF ist kein Thema, das ist innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet. Das funktioniert so, dass man im DNS-Server unter der eigenen Domäne, also example.net nehme ich jetzt mal als Beispiel, das ist die eigene Domäne, die man hat, einen Eintrag hinzufügt. Das war es eigentlich schon. Okay. In der steht einfach nur drin, welche E-Mail-Server man hat, und zwar mit den IP-Adressen oder mit den Host-Names. Mhm. Und wenn die aufgelöst werden können, dann sagt SPF dann sagt der Server, das nehme ich an, weil das steht in SPF drin. Ja, nochmal, ich verschicke ungefähr 30 Millionen E-Mails im Jahr und SPF ist der Grund Nummer eins, warum wir Probleme mit unseren Kunden haben. Ja, nicht, weil wir kein SPF haben, sondern weil die Kunden SPF haben. Ich würde jetzt auch gerne wissen, welche Probleme. SPF kann man sehr leicht fehlkonfigurieren und es ist weiter schwieriger, es richtig zu konfigurieren. Selbst wenn es technisch richtig konfiguriert ist, der Punkt ist, dass du angibst, welche Server für welche E-Mail-Adressen verschicken dürfen. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass ihre Mitarbeiter zum Beispiel sehr oft von anderen Servern verschicken, die nicht im SPF drinnen stehen. Ja. Genau das habe ich nämlich auch gedacht und ich habe eine Fehlkonfiguration am Anfang eingebaut und die E-Mails wurden dann erst recht noch in den Spam-Ordner gefiltert. Also SPF ist einfach, aber auch einfach viel zu konfigurieren. Und ja, zumindest bei mir, da ich einen eingeschränkten Nutzerkreis habe, nämlich exakt eine Person, ist das nicht so wild. Also für mich alleine ist es nicht so schlimm. Bei DKIM ist es das Witzige, da gibt es nämlich noch einen kleinen Satz bei Wikipedia, glaube ich, stand da. Das funktioniert ganz anders, zumindest braucht man dafür Zertifikate. Und das hat nichts mit X509, also SSL zu tun, sondern nochmal was vollkommen anderes mit Zertifikaten. Wesentlich komplizierter und anfälliger und so weiter. Und die meisten lassen ihre Zertifikate im Teststatus liegen. Das heißt also, wenn man im Teststatus das hat, dann wird die E-Mail aufgrund von Fehlern nicht abgelehnt. Wenn der Teststatus fehlt, dann sagt der empfangende Server, ich lehne die E-Mail grundlegend ab, weil das nicht stimmt.
Also daher lassen die meisten den Teststatus und somit ist eigentlich der ganze Grund, weshalb man das einsetzt, auch schon wieder weg. Also es gibt keinen Grund, das einzusetzen, wenn man sowieso einen Test dann einrichtet. Auf jeden Fall, dir ist es gelungen, den Gmail-Spam-Status sozusagen zu beheben, dadurch, dass du den Server richtig eingerichtet hast. Vielleicht sollte man noch kurz erklären, was Reverse DNS, DNS ist, also das, was dann im Endeffekt der Grund war. DNS kennt jeder, wenn man in den Browser einen Domainnamen eingibt oder einen Hostnamen eingibt, dann schaut er sich hinten herum an, welche IP-Adresse dahinter steckt und kann damit den Server kontaktieren. Und Reverse DNS ist einfach genau das Umgekehrte. Wenn man eine IP-Adresse in der Hand hat, kann man nachschauen, wie der Name zu diesem Server ist oder zumindest ein Name zu diesem Server. Und der Punkt ist, dass halt richtige Server, sagen wir so, einen RDNS-Eintrag haben und so Dinge wie Server, die bei irgendwem im Schlafzimmer stehen oder so, entweder einen RDNS-Eintrag haben, der darauf hinweist, dass es eine Modem- oder dynamische Adresse ist oder überhaupt keinen Reverse-DNS-Eintrag haben. Zumindest habe ich mit dem Experiment gezeigt, dass man ohne Reverse-DNS, wenn man seinen Router zu Hause stehen hat, also seinen Server zu Hause stehen hat, auch ohne Reverse-DNS mit DKIM und SPF, was jetzt der ausschlagende Grund ist, weil ich das nur in Kombination eingesetzt habe, auch dieses Problem lösen kann, wenn man kein Reverse-DNS machen kann. Aber was hast du für einen Internetanschluss daheim? Ich habe eine DSL-Leitung. Ist aber eine fixe IP immer dieselbe IP? In meinem Fall schon, ja. Ja, und wird das von deinem Provider als Business-Anschluss oder sowas oder als Privatanschluss geführt oder nicht als spezifiziert? Privat. Okay. Dann musst du aufpassen, weil es gibt nämlich Listen von diesen Subnetzen, die halt vergeben werden an Kunden. Also Leaselines und solche Dinge. Und diese Listen, wenn du oder dein Blog auf dieser Liste landet, dann hast du keine Chance mit irgendwelchen anderen Dingen als... Meinst du die Spam-Haus und so weiter? Nein, das hat damit nichts zu tun. Es gibt einfach, wie soll ich sagen, du kannst quasi im Telefonbuch nachschauen, ob diese Adresse im Business Park fürs Law ist oder so. In der Simmeringer Hauptstraße 131 in einem Wohnbau. Ja. Das ist alles, was Firmen machen, unter anderem auch Google. Also zum Beispiel, wenn du eine AOL Dial-Up-Line in Amerika hast, dann brauchst du gar nicht das versuchen, irgendwem E-Mails zu schicken. Ja, aber wenn man eine statische IP-Adresse hat, zumindest geht es. Ja, aber also das ist halt quasi Zufall, ob du auf der Liste stehst oder nicht, ob dein Provider die hergibt oder nicht oder konfiguriert hat. Also ich habe einen Exoten, DICAT, ich würde sagen, die haben das prinzipiell nicht, weil sie hauptsächlich Businesskunden wahrscheinlich haben. Und bei UPC ist es mir jetzt nicht aufgefallen, wobei den UPC-Anschluss, mit dem habe ich es noch nicht getestet. Ich glaube, oh ja, ich weiß es, meine IP-Adresse daheim ist zum Beispiel markiert als Private Line. Ich muss mal schauen. Aber zumindest, wenn man, man kann es zumindest ausprobieren, ob wenn man kein Reverse-DNS mit SPF und so weiter. SPF ist nicht viel Aufwand, wenn man schon seine eigene Domäne hat, ist das kein Problem. Also Dennis, du hast heldenhafterweise geschafft, nicht mehr bei Google, Gmail und Spam zu gelten. Ja, und das auf Lösungen, wovon nur eine eigentlich im Prinzip nötig wäre. Super, ja. Schöner Leben, irgendjemand? Wärmer leben? Wäre langsam Zeit. Ja. Aber ja, schöner Leben. Du hattest doch noch ein Thema, oder? Kino. In der Küche wird bekanntlich heiß gekocht. Also wärmen wir uns etwas auf. Der Film Burnt, den habe ich mir im englischen Original angeschaut. Jetzt am Donnerstag zur Premiere. Genau, deswegen war ich am Donnerstag nicht im Metalab. Weil ich im Kino war. Der Film handelt eben von einem Sternekoch, der in Paris bereits 2 Sterne geschafft hat. Und diese Restaurantsterne sind irgendwie so personenbezogen, beziehungsweise bekommen halt die Köche, die in den Restaurants als Chefkoch da tätig sind, verliehen.
Und ja, und der ist dann irgendwie in eine schiefe Bar, ein Drogenmilieu, bla, abgerutscht und hat dort dann halt irgendwie alles zurücklassen müssen, ist dann nach London zurück und hat dort eben versucht, wieder von neu zu beginnen. Mhm. Aufgrund seiner Vergangenheit und diverser Personen, die ihm halt gefolgt sind, beziehungsweise das nachgestellt haben, hat es entsprechend schwierig gehabt und hat halt dann doch dort geschafft, wieder ein Restaurant zu leiten und versucht, das hochzubekommen und versucht halt dort seinen dritten Stern irgendwie zu bekommen. Mit diversen Verbandelungen, typisch Hollywood-mäßig, auch Liebesromanze mit hineingespielt, bla. Wo eine Szene meiner Meinung nach absolut unnötig gewesen war. Aber es war nur diese eine Szene, die mir wirklich ziemlich... was macht die da jetzt in dem Film ungut aufgestoßen ist. Mhm. Das Marktforschungsinstitut hinein reklamiert. Ne? Ja, da war, ja. Aber sonst ist der Film ja irgendwie so Action mit Küche, Kochdings. Also es ist keine Komödie. Ja, Drama auch nicht. Wirklich. Ist es Fahrt oder? Nein, es ist durchaus sehr interessant. Es ist sehr, sehr interessant aufgezogen. Es gibt auch den Quotenschwulen im Film zu sehen. Und ich war mit einer Person im Kino, die selbst im Restaurantumfeld tätig ist und die gemeint hat, es spiegelt relativ akkurat das wieder, was halt im Restaurant, in der Küche so passiert. Also es von dem ganzen Stress, der in der Küche vorherrscht, von wegen, es muss eben alles zeitgerecht und alles aufeinander abgestimmt, gekocht werden, ist recht gut. Also durchaus sehr empfehlenswert und sehr nett. Gibt es auch Schauwerte bei den gekochten Speisen oder so? Hat man nachher dann nur Hunger, selber was zu kochen? Selber kochen ist sowieso immer gut. Die Speisen, es ist halt von dem Umfeld her und Sterneköche, Gourmet in Richtung halt, die Portionen auf den Tellern schauen nicht üppig aus, aber kunstvoll es ist dafür. Halt, genau, kunstvoll. Durchaus was fürs Auge. Ja, dann schauen wir, dass wir das, oder hat jemand noch schöner Leben, sagen wir noch? Einen kurzen, schöner Radfahren. Ja, genau. Ich habe Feedback bekommen vom Max. Er hat gemeint, die Firma, die ich vergessen hätte bei den Radtransportfirmen, sei wohl Omnium Cargo. Die kannte ich vorher gar nicht, daher habe ich es auch nicht vergessen. Die ich wirklich vergessen hatte, ist Backfeeds. Also das sind auch zwei so Hersteller von Lastenfahrrädern, das so als Nachtrag. Und wieder Grüße an den Max zurück. Deine Theaterthemen. Ja, jetzt noch 6 Theaterstücke. Das schaffen wir schon noch. Hast du sie alle zu einem zusammenmischen? Wie man letzte Woche? Nein, Theater. Oder ist das schon 2 Wochen her? Das ist schon länger her, oder? Was habt ihr euch angeschaut? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Okay, in welchem Theater war das? Gleich hier ums Eck im Theater Konfrontation in der Wittenburggasse. Mhm. Das Stück heißt, Um Gottes Willen, ist basiert auf einem Stück von Ephraim Kishon, wo es um die Klage von Josef Zimmermann gegen den Herr des Himmels ging. Okay, Kishon, da nehme ich schon mal an, es wird eine Komödie gewesen. Eine Vaterschaftsklage. Ja, was sonst, genau. Und es ging halt, dass Josef Zimmermann eben Alimentzahlungen vom Herrn des Himmels eingeklagt hat. Ja, gut, ist eine Empfehlung. Und diverse Aposteln sind auch mit aufgetreten und als Zeugen geladen geworden. Also es ist, das Richtige für die Zeit vielleicht auch. Sehr, sehr interessant inszeniert. Also es hat mich sehr begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Ja, war schon okay. War schon okay. Barbara wackelt nicht mit dem Kopf. Ja, ich war nicht ganz überzeugt. Also vom Stück schon, von der Inszenierung nur zur Hälfte.
Und im Namen vom Kishon kann ich jetzt sagen, die Packung mit den verschimmelten Pralinen habe ich außer Verkehr gezogen und es gibt jetzt eine neue Kiste, die wir in Umlauf gebracht haben. Aber war die wirklich verschimmelt? Absolut verschimmelt. Die müssen Jahre herumgegangen sein. Ich dachte, die seien nur alt gewesen und steinhart, aber nicht mehr verschimmelt. Also ich kann sagen, die waren verschimmelt. Welchen Podcast muss ich nachhören? Gar keinen Podcast, das ist einfach eine Ephraim Kishon-Geschichte. Okay. Aber ja, ich hatte auch so eine Phase, wo ich diese... Die haben reingebissen. Die Geschichte dahinter ist der, dass man ja Pralinen schenkt, so in einer Schachtel und so weiter. Und sie haben auch so diese eine Schachtel Praline zu Hause, die sie bei einer Feier bekommen haben. Und irgendwann einmal haben sie dann Lust auf was Süßes und schauen ihrem Süßigkeitenlager nach und nichts ist da. Da fällt ihnen ein, da gibt es doch noch die eine Kiste Pralinen, die sie geschenkt bekommen haben letztens auf der Feier, und machen sie auf und schauen rein und die sind nicht mehr zu essen. Und daraufhin verlautet er eben dann in diesem Stück, dass er jetzt eine neue Kiste Pralinen im Umlauf gebracht hat. Wer Lust hat, kann also jetzt noch einige Zeit lang Pralinen essen. Ich habe die Geschichte etwas anders in Erinnerung. Und zwar, dass er dann die Leute fragt, von denen er die Pralinen bekommen haben, wo sie die gekauft haben. Und dann meint der, ich habe sie geschenkt bekommen und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt erfolgt jetzt der Spur, von wem jetzt die Pralinen sind. Und ursprünglich hatte er sie Pralinen sogar schon mal. Na gut, 6 Theaterstücke mache ich nicht, aber ich quäle euch noch mit dem einen, was mir besonders gut gefallen hat. Toy Story. Ja, genau. Nein, die Toy Story diesmal nicht. Aber ganz was Altes, Sophokles, hat irgendwie 400 vor Christus oder so gelebt. Großer Dramatiker, hat ein paar große Innovationen im griechischen Theater eingeführt. Der hat ein Stück geschrieben namens Antigone. Antigone, habt ihr das noch irgendwie am Schirm, wer das war oder so? Naja, Bildungsbürgertum. Ich erzähle es euch mal kurz. Wo ist der Stirbt am Ende, oder? Ja, na klar. Alle am Ende. Stumpf muss an Mangel an. Auf die Gefahr hinaus, mich zum vierten Mal zu wiederholen. Überraschung. Es ist da wirklich keine Überraschung drinnen. Aber die Story ist ganz gut. Wo ist der Köhlmeier, wenn man ihn aus dem Hut zaubern möchte? Weil die Antigone ist eine Tochter von Ödipus. Ödipus kennt man ja, oder? Das ist eine alte Geschichte. Vielleicht kriege ich sie noch zusammen. Ein Fluch über 3 Generationen, ganz Ganze angestoßen. Diesen Fluch hat der Vater vom Ödipus nämlich. Der hat sich nämlich gedacht, er war bei einem Freund unterwegs und der hat einen Sohn und der hat ihm ganz gut gefallen und dann hat er sich gesagt, okay, lieber Sohn, dich entführe ich einmal. Ja. Und hat dem Freund seinen Sohn entwendet. Die Griechen waren ja da nicht so. Hat sich dadurch den Wut der Götter auf sich gezogen und hat eine Prophezeiung bekommen, nämlich, dass die nächsten Generationen nicht so glücklich irgendwie verlaufen werden. Und eine Prophezeiung davon war, dass er eben von seinem Sohn umgebracht wird und sein Sohn seine Mutter ehelichen wird. Ja. Das ist der sogenannte Ödipus, der sehr Bekanntheit erreicht hat, weil es ja auch irgendwie so eine Parallele hat zu den freudschen Theorien, blablabla. Auf jeden Fall hat er ganz fürchterlich Angst bekommen, hat ihn irgendwie seinen Sohn weggegeben, noch vorher die Füße durchgestochen, auch nicht sehr freundlich. Und der Ödipus, eben der ist ein kleiner Putzel, ist von einem Hirten dann in ein anderes Dorf rübergeschleppt worden und ist dort von Zieheltern aufgezogen worden. Weiß aber nicht, wer seine echten Eltern sind. Ja? Irgendwann kommt er wieder zurück in seine Heimatstadt, wo seine echten Eltern vorhanden sind. Und bei der Einreise kommt zu einem Handgemenge und ohne dass er es weiß, erschlägt er seinen Vater und heiratet seine Mutter, wenn er dann dort ist. Gut, dann sind sie mal ein paar Jahre zusammen, zeugen 2 Söhne und 2 Töchter. Eine der Töchter ist die Antigone und dann gibt es noch so ein Brüderpaar. Ja? Na, der Ödipus ist auch irgendwie nicht ganz glücklich, der verschwindet dann geblendet und geht ins Exil, keine Ahnung, blablabla. Auf jeden Fall ist es so, jetzt muss jemand die Macht übernehmen. Das ist der Bruder vom Ödipus. Genau. Das ist jetzt der neue König. Ja? Und noch nicht, weil eigentlich übernehmen zuerst die beiden Söhne vom Ödipus die Macht. Ja. Die beiden zerstreiten sich aber, dass es ziemlich blöd ist, weil der eine Sohn verbündet sich mit den Feinden und greift dann die Stadt, in der sie da wohnen, an. Und wie so ist, die beiden Brüder treffen am Schlachtfeld aufeinander, erstechen sich gegeneinander
Und jetzt übernimmt eben der Bruder von Ödipus das Ruder und sagt, okay, der eine Bruder war aber kein Bruder, weil der ist ja, hat ja unsere Stadt angegriffen, so, den vergraben wir jetzt nicht, ja? Den begraben wir nicht. Das ist bei den Griechen natürlich ein ziemliches Drama, weil die müssen ja, die haben ja dieses Ritual mit Obolus in den Mund und dann, wenn es nicht begraben werden, dann können sie nicht in der Unterwelt über den Totenfluss fahren und das ist ganz schlimm, die sind ganz unehrenvoll. Und das konnte die Antigone wiederum nicht vertragen und die Antigone hat ihn halt trotzdem begraben. Ja? Dafür bekommt der Onkel Wind, findet er das auch nicht lustig und lässt die kurzerhand einmauern. Darüber ist aber der Sohn von diesem Onkel nicht ganz erfreut, weil der war eigentlich verlobt mit der Antigone. Und naja, das ist dann halt schwierig. Der ist ganz unglücklich, besucht die Antigone und wie es dann halt so kommt, bekommt der Onkel doch noch die Einsicht, reist auch zur eingemauerten Antigone hin und unabsichtlich bringt er dann nochmal seinen Sohn um. Und das ist dann so. Eigentlich im Original, das war... Befreit dann irgendwer die Antigone? Oder? Nein, die bleibt eingemauert, oder? Das ist doch dann auch schon egal. Ja, also die kein glückliches Ende, die kommt auch um. Was? Du sollst ins Mikrofon sprechen. Ins Mikrofon, ja. Ich muss mehr Mikrofondisziplin. Ich habe mir das im Burgtheater angeschaut. Eigentlich im Originalstück ist es so, dass noch die Frau von diesem Onkel, der ist auch verheiratet, ja, auch umkommt. Das haben sie uns in dieser modernen Aufführung aber unterschlagen. Finde ich ganz schlecht irgendwie. Ich zahle vollen Preis mit einem ganzen. Eine Leiche weniger. Eine Leiche weniger, ja. Das ist so Anti-Hitchcock, finde ich gar nicht gut. Und die Inszenierung war aber spitze. Hauptrolle hat gespielt der Joachim Meyerhof. Komischerweise stolper ich über diesen Herrn irgendwie relativ oft, weil er ist ein deutscher Schauspieler und der hat jetzt schon mehrere Bücher geschrieben, hat jetzt auch ein neues Buch herausgebracht und ich glaube, jetzt nicht vor 2 Wochen war er jetzt auch im Fernsehen zu sehen, in einem Interview in Willkommen Österreich und der hat auch wirklich gut gespielt. Ja. Verkleidung war irgendwie, wie es modern ist, alle in Unterhose aufgetreten, also zumindest der König. Und die Bühne war sehr spartanisch eingerichtet, irgendwie so roter Sand überall und eine riesige Lichterwand im Hintergrund. Und diese Lichterwand, das war eigentlich ziemlich cool, die haben sie zwischenzeitlich aufgeblendet, aber in so einer Helligkeit, dass du das ganze Publikum gesehen hast und aber auch blinzen musstest. Also es war ziemlich schmerzhaft, aber sie haben es nicht lang gemacht. Publikumsbeschimpfung jetzt, Publikumsblendung. Ja, irgendwie so, aber es hat besser in Ödipus Vater hineinversetzen kann. Ein Ödipus ist der geblendet wird, oder? Ja, genau. Vielleicht war das... jetzt muss man... Ja, das ist gar nicht schlecht eigentlich, ja. Und wie es beim griechischen Theater so ist, gibt es ja auch immer diese Chöre, die so ein bisschen kommentieren. Gab's einen Chor? Ich bin draufgekommen, dass ich das eigentlich ganz gern habe, weil er wird da so zwischendurch dann noch schon die man aus dem Off. Ja, ein bisschen dazu kommentiert und man hat auch so ein bisschen Hilfe. Und das war ganz cool gelöst, weil sie haben die Chöre ins Publikum reingestellt. Aha. Und im Burgtheater, also es war eine Aufführung im Burgtheater und das war halt auch in den oberen Rängen und den oberen Bereichen. Hat das dann vom Publikum, vom Rang sozusagen jemand runtergesungen? Genau. Und das war eigentlich ziemlich dynamisch und gut. Ja, stimmt, ja, genau. Ja, nein, ich schaff's schon. Ja, das war es eigentlich soweit zur Aufführung. Das war ziemlich Antigone. Das heißt, was ich aus der Geschichte gerade mitgenommen habe, der Ödipus-Komplex ist komplett falsch interpretiert, weil Ödipus gar nicht gewusst hat, dass es seine Mutter war, wie er sich in sie verliebt hat. Ja, das war Teil des Fluchs. Aber das ist ja im Prinzip auch wurscht. Es geht nur um die Essenz, wenn der Sohn und die Mutter, wenn der Sohn in irgendeiner Weise an der Mutter interessiert ist. Ja. Glaube ich daran. Dünnes Eis. Okay. Ja, aber man muss ja noch hinzufügen. Was an den Tatsachen nichts ändert, oder? Ja. Man muss ja noch hinzufügen, dass der Mensch normalerweise eine grundsätzliche Abneigung gegenüber Familienmitgliedern, was diese Art von Liebe anbelangt. Das heißt also, was Ödipus in diesem Fall hatte, er hatte diese Abneigung gegenüber seiner eigenen Mutter nicht. Und normalerweise, selbst wenn man die eigene Mutter nicht kennt, hat man diese automatisch, weil die Gene zu ähnlich sind. Das ist etwas Genetisches. Und das heißt also, ein Ödipus-Komplex ist einfach in Anführungszeichen tatsächlich eine Krankheit, dass man diese Eigenschaft nicht hat, dass man sich eben nicht in die eigene Familie verlieben kann.
Das schützt aber nicht vor Inzucht. Also Generationen von Habsburgern beweisen, dass das nicht so weit her ist mit dieser natürlichen Abneigung. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich geliebt haben bei den Habsburgern. Vielleicht das ganze Konzept der romantischen Liebe ist relativ jung. Ja. Wie dem auch sei. Dass das sehr ernst genommen wird, wen die Kinder heiraten wollen, ist ca. 200 Jahre alt, das Konzept. Ja, aber das früher schon auch hat man sich verliebt. Ja, eventuell. Ja, naja, abschließend kann ich sagen zum Burgtheater, weil es ja auch immer ein bisschen tricky ist, welche Plätze man da hat. Wir hatten Glück, wir hatten eine Seitenloge im ersten Stock. Man kann da Pech haben, wenn man in der Seitenloge in der zweiten Reihe, da gibt es immer zwei Reihen, also und die hintere Reihe besteht aus zwei Barhockern. Das heißt, du bist da relativ unbequem gesessen und hättest nicht gesehen, aber unsere Vordermänner und Frauen sind nicht gekommen und deswegen hatten wir eigentlich guten Blick. Hattest du mehr als 10 cm kniefrei oder bist du so? Ja, da bin ich mittlerweile schmerzbefreit, glaube ich. Meine Kniescheiben in einem Theater, also bin ich bei keinem Theater irgendwie zufrieden. Damit muss man irgendwie leben. So. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe sowieso nie was zu sagen. Nie? Sowieso nie. Achso, sowieso. Mein Leben ist nicht schön. Das hat ja damit nichts zu tun. Ja. Runter, es geht auch schön. Vor nachträglichem zweiten Advent. Ja, oh. Nachdem uns jetzt langsam kalt wird und wir Schluss machen, möchte ich erinnern, dass so ungefähr 2000 Leute zurzeit pro Tag an Österreichs Grenzen ankommen, denen tendenziell dann auch kalt ist. Und vielleicht so als, nachdem wir gerade ein bisschen was von griechischer Mythologie gehört haben, die Europa ist die Tochter eines Syrers gewesen. Vielleicht auch was zum Nachdenken. Sehr cool. In den Shownotes bitte nachlesen. Helmut Peer, mittlerweile in Pension, hat aufgerufen, sich für den nächsten Knoppigstag anzumelden, wenn man Lehrer ist. Das ist eine Lehrerfortbildungsveranstaltung. Ich glaube, bis Jänner ist die Frist. In den Shownotes bitte nachlesen. Gut, dann sage ich, schön war's. Danke fürs zahlreiche Erscheinen und bis nächste Woche. Bis dann. Nächste Woche wieder Dienstag, 19.30 Uhr in der Zypresse. Sehr gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.